So, zweiter Versuch. Vielen Dank, dass ihr immer noch da seid. Die Technik rast vor sich hin. Wir gucken mal, bis irgendwas erscheint. Ich kann trotzdem noch mal erzählen. Hi, Marcel, den Part hatten wir schon. Informatiker, Politikwissenschaftler. Ich habe einen Witz gemacht, dass ich kein Jurist bin, auch kein Psychologe. Und wir können einfach trotzdem schon mal anfangen. Ich habe eine Masterarbeit gemacht darüber und mich aber länger schon mit dem Thema beschäftigt. Und die Idee des Ganzen war, weil mir aufgefallen ist, dass es so narrativ ist, dass nicht wirklich bisher passiert ist, wie verhält sich denn verhaltensbasierte Werbung zu Suchterkrankungen? Und dann erstmal generell die Frage, gibt es Effekt bei der Initiierung, also Richtung Sucht? Hat es irgendeine Auswirkung auf den Konsum? Und zuletzt halt auch, wenn Leute tatsächlich schon in Therapie sind und vielleicht schon ein bisschen außerhalb des Ganzen sind, kann diese verfolgende Werbung die wieder ein bisschen reinziehen? Mir wurde gesagt, ich muss jetzt einfach immer Klick sagen, wenn es weitergeht. Ja, man muss, das ist... Mal sehen, was jetzt gleich passiert. Ich bin gespannt, das sind andere Folien, das ist so toll. Ihr müsst euch das vorstellen, was ist Tracking? Man hat eine gewisse Person, der gibt man ein bestimmtes Merkmal, das ist der lustige Zylinder, der wäre runtergeflogen, und wird dann verfolgt, Klick, Weiterklick, das machst du jetzt noch ein paar Mal. Und egal, wo die Person sich hinbewegt, das Profil geht mit und das Profil baut sich auf. Und das Profil verschwindet auch nicht. Das ist ein großes Problem. Selbst nach Jahren des Profilaufbaus, das, was sich aufgebaut hat, ist meistens halt nicht weg, aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch eingehen. Was ist Sucht? Hier auch nochmal eine kurze Definition des Blauen Kreuz. Sucht ist das nicht mehr kontrollierbare Verlangen nach einem bestimmten Gefühls-, Erlebnis- oder Bewusstseinszustand. Das heißt, über die eigene gesundheitliche Überlegung handelt man. Das ist natürlich eine sehr kleine Definition. Eine deutlich größere Definition gibt es in den bekannten zwei Kriterien. Klick, zwei Büchern, das ist einmal das DSM und einmal das ICD, die definieren tatsächlich, was Sucht ist und was nicht. Und normalerweise gibt es, oder lange gab es halt diese Substanzsüchte, die kennen wir so, Alkohol, Koffein, Cannabis, so ein Berliner Frühstück. Und dann halt noch das... Dann Verhalten, für die Verhaltenssüchte sind relativ neu. Verhaltenssüchte gibt es erst seit den letzten Revisionen dieser Bücher. Hier war es, glaube ich, DSM war 2013 und ICD war 2019. Vorher hat man diese ganzen Süchte, was man sagt, irgendwie unter anderem unter Impulsstörungen oder Verhaltensstörungen gesehen. Und hier war die Revolution, dass die Verhaltenssucht etabliert wurde. Es gibt aber bisher offiziell nur zwei Arten der Verhaltenssucht, nämlich Glücksspielsucht und Computerspielsucht oder Störung, wobei Internetsucht auch immer damit reingezählt wird. Was interessant dadurch ist, Dinge wie Magersucht, Sexsucht, Sportsucht, alles andere sind theoretisch keine Süchte. Das ignorieren wir hier so ein bisschen in der Präsentation, aber nur, weil die Forschung geht eben auch da in die Richtung. Das heißt, für diese ganzen anderen Süchte gibt es deutlich weniger an Ergebnissen. Klick. Was Sucht auch ist, ist relevant in unserer Gesellschaft. Es wird Tabak, Alkohol und sonst was eigentlich immer so ein bisschen nebenbei behandelt. Die Wahrheit ist aber, mehrere Millionen Menschen sind von Süchten betroffen und 150.000 Menschen sterben jährlich an Tabak und Alkohol allein in Deutschland. Wir sind auch relativ gut im Konsum in Deutschland. Wir sind die viertstärkste Macht, was Alkoholkonsum in der Welt angeht. Es gibt nicht viel mehr Menschen, die mehr Alkohol in Deutschland in der Welt konsumieren. Wir haben den drittgrößten Umsatz im Glücksspiel in der EU und in Tabak sind wir in etwa Mittelfeld, aber Tendenz steigend dank Ambitionen der Tabakindustrie. Was auch auf der Republika Klick eine Sucht ist, die immer wieder diskutiert wird, ist Internetsucht. Da haben wir jetzt schon sehr viel drüber geredet. Internetsucht, das kann man verschieden definieren. Wenn wir meistens über Internetsucht reden, reden wir eigentlich über Social-Media-Sucht. Woran liegt das nun? Social-Media-Firmen haben Jahre und sehr viel Geld rein investiert, dass Menschen süchtig werden. Diese ganzen Algorithmen sind darauf optimiert, so viel Zeit wie möglich in diesen Plattformen zu verbringen. Warum ist das wichtig? Oder warum haben sie es überhaupt gemacht? Weil Leute mehr Werbung sehen sollen. Das eigentliche Ziel ist nicht die Verbindung, die neuen Freundschaften, das nächste Dackelfoto, das man sieht, sondern dass die Menschen möglichst lange auf Social-Media-Plattformen bleiben, um mehr Werbung zu sehen. Und das wird auch noch wichtig, da natürlich umso mehr Werbung man sieht, umso mehr Effekte kann das Ganze haben. Das finde ich nicht nur so. Klick. Es gibt auch, die EU-Kommission hat sowohl für Meta als auch für TikTok
Untersuchungen einberufen, die den ganzen Algorithmus sich mal anschauen, meistens aus dem Jugendschutz heraus. Aber man merkt auch, dass TikTok generell gerade so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Das sieht man vielleicht auch an diesem Stand, den wir hier auf der Republika haben. Das ist ja eher so, so Richtung, bitte verklagt uns nicht alle. Wenn wir aber dann Richtung Sucht gehen, welche Effekte hat Sucht? Klick. Nun, Werbung schafft Konsum. Also hat die man kann erstmal grundsätzlich fragen, hat Werbung einen Effekt? Und da kann man eigentlich sehr simpel sagen, ja, sonst würden sie es nicht machen. Wenn Werbung überhaupt keine Effektivität hätte, wäre schon längst aufgegeben, wie sinnvoll und wie wirksam Werbung tatsächlich ist, ist schwer zu erfassen. Diese ganze Wirkungssteuerung oder Wirkungsmessung kann man teilweise auch so eher bei der Astrologie hinsetzen. Da wird wahnsinnig viel Geld reingepackt. Aber am Ende des Tages, natürlich, umso mehr Werbung man sieht, umso ein Produkt besser positioniert wird, umso mehr wollen Leute das konsumieren. Sehr effektiv ist vor allen Dingen bei Menschen mit wenig Medienkompetenz, das sind gerade junge Leute, aber andere Faktoren wie Wiederholung, emotionale Bindung, aber auch generell eine zielgruppengerechte Ansprache hatte auch große Effekte. Was Werbung auch macht, Klick. Es normalisiert, es gibt einen Kontext. Werbung sagt nicht nur einfach, dieses Produkt ist super, das gefällt mir, das könnt ihr kaufen, sondern Werbung bindet das in unser Leben ein. Es reicht nicht zu sagen, Bier schmeckt ganz gut, kann man machen, sondern Bier ist dafür da, dass man damit feiert. Bier ist dafür da, dass man nach dem Feierabend mal richtig entspannt. Und ähnlich ist es mit Glücksspiel. Glücksspiel ist nicht einfach nur noch ein Spiel oder ein irgendwas, was man mal machen kann. Glücksspiel gehört auf einmal zu Sport dazu und das muss ja zum Sport dazu gehören, weil ganz echte Sportler, die wir auch kennen, schauen sich das Ganze auch an. Ähnliches mit Zigarettenwerbung, das finde ich immer am lustigsten, weil seit Jahren eigentlich immer schon wieder hier steht, Rauchen tötet und dann ist ein sehr entspannter Mensch, der mal in seiner Pause erstmal richtig einen raucht. Und das ist dann halt auch das ganze Ding. Es schafft Kontext und Realität, in der wir uns dann bewegen. Interessanterweise Klick. Zwei dieser Werbungen sind verboten. Glücksspiel darf oder beziehungsweise Sportwetten dürfen nicht mehr verbunden werden mit aktiven Sportlern oder Funktionären. Und seit 2022 darf auch keine Plakatwerbung mehr gezeigt werden. Seit 2024 ist die Tabakindustrie sowieso relativ reduziert in ihrem Handeln. Leider nicht reduziert genug. Darüber reden wir auch gleich noch. Dann die Frage oder noch, schafft Werbung Rückfall? Klick. Da gibt es wenig Forschung zu tatsächlich. Also es gibt keine direkten Korrelationen, die man messen kann. Was wir aber sagen können ist, wenn man so ein Suchtgedächtnis aufgebaut hat. Suchtgedächtnis ist, wenn man über Jahre irgendwie in einer Sucht ist, dann hat man gewisse Wiederholungen, es gibt Kontexte, es gibt Traditionen, es gibt Routinen, die sich aufgebaut haben um Sucht herum. Das heißt aber auch, dass wenn man von Sucht wegkommen muss, einer dieser Schritte ist, sich aus diesen Kontexten zu entfernen. Also Menschen, die alkoholkrank sind und immer eine Bar getrunken haben, denen wird empfohlen, erstmal sich nicht in der Bar zu bewegen. Das heißt aber auch andersrum, wenn diese Reize wieder aufkommen, das kann teilweise wie gesagt, ein Kontext sein, es kann ein Raum sein, aber auch Geräusche. Also Menschen beschreiben teilweise so ein Ploppen einer Flasche, teilweise so einen leichten Reiz schon ausgeübt hat, dann kann das schon ein Schritt Richtung Rückfall sein. Natürlich, es hat immer viel miteinander zu tun. So ein einfacher Reiz ist nicht das, was einen wieder zur Flasche greifen lässt. Da kommt viel dazu. Meistens hat es was damit zu tun mit Emotionen. Also wenn es einer Person sehr schlecht geht, wenn sie irgendwie oder sehr aufgeregt ist und dann irgendwie noch ein Reiz dazu kommt, dann kann es zu diesem Rückfall kommen. Klick. Was das natürlich jetzt wieder mit Werbung zu tun hat, ein Experte hat gesagt, eine Werbung hat jetzt nicht so wirklich eine krasse Gefahr, wenn sie einfach nur so ein Plakat ist oder einfach nur im Fernsehen ist, weil man keinen direkten Zugriff hat. Wo es gefährlich wird, ist, wenn die Werbung eigentlich den direkten Weg wieder zum Produkt führt. Und ein Beispiel, das immer wieder genommen wurde, Klick, sind diese Quengelwaren. Das sind diese, also wenn ihr das vielleicht kennt, an dieser Supermarktkasse gibt es halt oft Alkohol, den man sich da greifen kann. Und wie hier unser Gesundheitsminister und aber auch viele anderen Expertinnen sagen, das ist extrem gefährlich. Menschen, die gerade aus der Sucht herauskommen, versuchen alles zu tun, um diesen Alkohol herumzukommen, um diese Theke herumzukommen, nur um am Ausgang dann wieder mit konfrontiert zu sein. Man muss sagen, die meisten Supermärkte haben verschiedene Kassen und bei manchen ist es bei manchen nichts. Ist halt doof, wenn nur eine Kasse auf ist, da muss man daran vorbei. Nun aber wieder zur Online-Werbung. Da sind wir nämlich angekommen. Die Frage war natürlich, was kann Online-Werbung an Reizen auslösen, wenn es wichtig ist, dass man direkt zu diesem Produkt kommt? Klick. Und das wäre theoretisch ein Video geworden. Jetzt sind es 3 Pixel. Aber
Dieses Video hätte gezeigt, wie eine Glücksspielwerbung aussieht. Diese Glücksspielwerbung ist theoretisch, oder die meisten Glücksspielwerbungen sind eigentlich sehr praktisch, sehr blinkend, sie sind sehr laut, sie zeigen die Mechanismen, also das wäre so eine Slotmaschine gewesen, sie zeigt, wie man Geld gewinnt, wie man teilweise auch verliert. Und das sind eigentlich alles Mechanismen von Glücksspiel. Es gibt eigentlich wenig Werbung, die so perfekt die Mechanismen, die dich überhaupt in die Sucht gebracht hat, wieder wiederholen kann. Und das Interessante ist, es gibt seit 2021 den Glücksspielstaatsvertrag, der so ein bisschen geregelt hat, wie Werbung aussehen kann, Klick. Aber nach diesem wäre das alles okay gewesen, weil es gibt keine falsche Werbung, es geht nicht an Kinder, es wird nicht versprochen, dass unglaublich viel Geld da rauskommt, es wird nicht eine finanzielle Lösung gegeben. Theoretisch hätte diese Werbung so stattfinden können, die, glaubt mir, sehr laut und sehr anstrengend war. Eine Limitierung, die da immer noch gewesen wäre, ist die Lizenz. Denn seit 2021 können nur Glücksspielanbieter, die eine Lizenz haben, Werbung schalten offiziell. Das muss halt offiziell, da gibt's schon länger so ein Lizenzsystem, aber jetzt wurde es vereinheitlicht und nur noch diese Anbieter dürfen Werbung schalten. Das Problem, Klick, 90% halten sie nicht dran. 2021 gab es eine Studie, dass 90% aller Casinoanbieter, die gerade Werbung schalten online, einfach sich nicht lizenziert haben, teilweise auch illegale Praktiken führen und damit halt aktiv gegen geltendes Recht verstoßen. Man muss dazu sagen, das war 2021. Seit 2023, Anfang Januar, gibt es die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder. Die wurde initiiert, um genau gegen irgend sowas anzukämpfen. Aber es ist extrem schwer, tatsächlich da wirklich gegen anzukommen, weil es gibt natürlich diese klassische Werbung, also die man halt sieht bei Facebook oder sonst was. Aber es gibt auch ganz andere Werbung und es gibt auch ganz andere Werbetreiber. Denn wir haben alle unsere Augen auf Google, Facebook, Snapchat, sonst was. Aber es gibt hunderte AdTech-Companies, die auch noch existieren, wo man auch Werbung schalten kann, die irgendwo ankommen, wo eigentlich niemand draufschaut gerade und die eigentlich auch wirklich machen können, was sie wollen. Dazu, was eigentlich auch noch sehr problematisch sind sogenannte Influencer, die kennt man vielleicht, hat man schon das Wort gehört, aber auch Gambling-Influencer, die auf Twitch nur ihr Geld damit verdienen, dass sie Glücksspiele spielen und tatsächlich sehr auffällig oft auch gewinnen und dann immer hinleiten zu den richtigen Firmen. Und was auch noch ein kleiner Trick ist, den ich hier mal verrate, man muss ja nicht gar nicht direkt das Casino bewerben, also das illegale Casino. Man kann ja auch mal so einen Blog oder so einen News bewerben und dann auch von diesem Blog auf das illegale Glücksspiel hinleiten. Und dann hat man dieses ganze Problem gar nicht mehr, weil dann ist die Werbung an sich theoretisch legal, solange du nicht hinter diesem Blog stehst. Es gab Ambitionen, weiterhin das zu ändern. Klick. Twitch hat gesagt, viel zu spät, ehrlich gesagt, 2022, ja, wir erlauben nur noch Werbung und das Spielen von legalen Glücksspielen. Aber gleichzeitig dachten sich viele, das ist gar kein Problem, wir gehen einfach auf eine andere Plattform. Diese Plattform heißt kick.com, unter anderem, es gibt viele andere und diese Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht in der EU sind. Diese Plattform hat gar kein Impressum und vermutet, dass diese Plattform auch von einem Casino-Anbieter betrieben wird, der, ja, sagen wir so, nicht viel Skrupel hat. Also der macht alles, was eigentlich geht. Sämtliche Mechanismen, die eigentlich in vielen Ländern auch verboten sind, werden hier teilweise auch einfach wieder angezogen. Das heißt, diese Regulierung klappt gerade noch sehr limitiert. Und man müsste eigentlich deutlich tiefer da noch rein. Klick. Basierend auf der Zeit, die ich jetzt noch habe, würde ich gleich in die möglichen Lösungen gehen. Das sind Lösungen, die mir vorgeschlagen wurden in meiner Recherche, als ich mit Leuten geredet habe, was man eventuell machen könnte, um da irgendwie drauf einzugehen. Ich habe jetzt nicht alle genommen, aber ich habe mal 5 genommen, um ein bisschen darüber zu sprechen, was vielleicht Sinn ergibt oder nicht. Das erste, Klick, ist sich freikaufen. Es gibt mittlerweile Premium-Modelle bzw. Pur-Abos, wo man einfach sagen kann, du, ich brauche keine Werbung, danke schön, ich zahle einen 5er und dann ist alles super. Hier ist auch noch wichtig, es sind keine Pro-Abos, also es gibt ja diese Freemium-Modelle, wo manche Artikel gratis sind und dafür muss man Geld zahlen. Das ist meistens noch was anderes, es geht darum, noch mal mehr Geld zu zahlen, um auf diesen Artikeln keine Werbung zu haben. Das heißt, man steigt in den Markt um seine eigenen Daten ein. Das merkt man auch, weil verhandelt wird gerade. Facebook hat ja schon mehrere Summen in den Raum geschmissen, wie viele Leute dann zahlen können oder nicht. Und das an sich ist schon mal so ein bisschen Victim Blaming, muss man sagen. Und man muss auch sagen, dass das finanziell für die meisten nicht möglich ist, gerade wenn es um Glücksspiel geht. Das sind meistens die Leute, die jetzt finanziell nicht so gut situiert sind. Und das an sich ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung. Dazu kommt auch noch, dass die meisten Anbieter überhaupt gar kein Interesse haben, diese Pur-Abos zu verkaufen. Das merkt man gut daran, dass sie einmal angeboten werden und wenn man sie ablehnt, findet man die nie wieder. Also dieses Pur-Abo von Facebook, ich habe wirklich lange gesucht, bis ich das wieder gefunden habe, damit ich nur diesen Screenshot machen konnte. Und das ist ja an sich schon ein Zeichen.
Außerdem kommt auch noch dazu, das habe ich gesagt, es geht um Werbung. Also Werbung wird entfernt, Tracking aber nicht. Klick, das hat auch die Verbraucherzentrale NRW gemerkt und hat eine neue Klage eingereicht, um da mal genauer zu schauen, was Facebook denn noch alles erlaubt, obwohl man schon Geld dafür zahlt. Und weiterhin hat das Europäische Data Protection Board auch gesagt, dass es nicht nur die einzige Alternative sein kann. Also wie ihr vielleicht von DSGVO wisst, eigentlich gibt es so ein Banner, wo man Ja, Nein klicken kann. Und viele Anbieter haben gesagt, ja, entweder kannst du Ja sagen oder zahlen. Hier wurde jetzt gesagt, entgegen der deutschen Datenschutzkonferenz übrigens, dass das nicht so möglich ist. Punkt 2, Adblocker, Klick, Entschuldigung. Adblocker kennen wir alle. Ich glaube, viele von uns haben das auch und sind an sich schon generell so ein bisschen eine Lösung. Hier ist ein bisschen das Problem, Klick. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Also das habt ihr vielleicht am Montag gesehen. Es ist ein jahrelanges Spiel, wer hier gewinnt. Und es gibt immer wieder Umgehungen von diesen Adblockern. Und teilweise werden Funktionen, Plattformen, Seiten einfach dysfunktional gemacht, wenn du einen Adblocker hast. Und es funktioniert nicht so wirklich. Außerdem in Experteninterviews wurde gesagt, wie gesagt, Sucht betrifft uns alle. Das heißt auch Zielgruppen so über 50, 60, 70, die vielleicht nicht eine gewisse technische Expertise haben und die sind einfach tatsächlich überfordert von dem ganzen System. Klick. Das dritte ist eigentlich mein Liebling, warum nicht Gesetze durchsetzen? Wir haben eigentlich schon DSGVO, die eigentlich schon sagen sollte, man kann entweder Tracking zustimmen oder nicht. Und man hat noch das Gesetz des Ganzen, dass man eigentlich auch widerrufen kann. Das heißt, wenn schon Profile gebildet wurden, sollte man eigentlich schaffen, die Daten wieder zurückzurufen. Da hat tatsächlich Klick, das Interactive Advertising Büro, gesagt, das ist unrealistisch, aus verschiedenen Gründen. Weil zum einen, also erstmal dieser Widerruf, wenn man einmal zustimmt, gibt man 300 Trackern teilweise diesen Zugriff. Und das könnte ein Problem sein, wenn man all diese Daten wieder zurückhaben möchte. Weil erstmal, bis man diese Liste hat und diesen Leuten geschrieben hat, die teilweise nicht in der EU sind, diese Daten kriegt man nie wieder zurück. Und wie wir auch alle gelernt haben, diese Cookie-Banner sind teilweise immer noch so gestaltet, dass man schon aktiv darauf hingeleitet wird, dass man vielleicht doch wieder darauf klickt. Klick. Was noch ein bisschen neu ist, der DSA, ich muss ein bisschen schneller werden leider, der DSA hat gesagt, theoretisch darf man nicht mehr basierend auf sensiblen Datengruppen beworben werden, unter anderem sind Gesundheitsdaten das und wenn man die Definition anschaut, psychische Störungen sind Gesundheitsdaten. Und da wäre eigentlich mal eine Diskussion, die man mal aufgreifen kann, wann sind es denn tatsächlich Gesundheitsdaten? Also wie viel muss die Plattform darüber wissen, damit man es aktiv als Gesundheitsdaten zählen kann? Hier gibt es tatsächlich einfach wenig Diskussion bisher und darüber müsste man einfach nochmal reden. Weiterhin gibt es eigentlich Gesetze, die Werbung weiterhin regulieren. So, also viele Werbung sollte schon nicht möglich sein, es wird aber einfach umgangen. Hier würde ich nur sehr kurz eingehen, Klick. Die Tabakindustrie darf einfach gar nicht mehr werben, hat aber leichte Tricks wieder aufgebaut. Zum Beispiel, das ist ein Lieblingstrick von mir, die haben angefangen, so eine Lifestyle-Plattform aufzubauen. Das war dann ganz genau. Und hier hat man einfach nicht gesehen, dass das von der Tabakindustrie ist. Die haben wahnsinnig viele Dinge verlost, also Festivals, Kopfhörer, sonst was. Und man sah halt nicht, dass es von Winston ist. Erst wenn man auf die Plattform gegangen ist, um am Gewinnspiel teilzunehmen, war auf einmal relativ viel über Zigaretten zu lesen. Damit wurden sie abgestraft. Ich glaube, Geldstrafen mussten sie trotzdem nicht zahlen. Außerdem Influencer-Werbung, die eigentlich auch fast verboten ist, ist trotzdem aktiv. Also ganz viele, gerade vor allem Rapper, haben ihre eigenen E-Zigaretten aufgebaut. Das ist natürlich eine Zielgruppe, die meistens relativ jung ist, teilweise auch minderjährig. Wenn sie keine aktive Werbung machen, ist das in so einem Graubereich. Man kann aber schon sagen, hey, vielleicht sollte es einfach nicht möglich sein, irgendwelche Promis auf irgendwelche Tabakprodukte zu posten, weil wenn da jemand vorbeigeht, ist das vielleicht nicht so gut und motiviert zu Dingen, die nicht so gut sind. Klick. Weitere Gesetze, wenn wir über Essstörung gehen, diese Werbung, die einem sagen, hey, man braucht Produkte, um abzunehmen, da ist das Problem, theoretisch gibt es ein Heilmittelgesetz, das Medikamente reguliert. Das Problem ist, die Produkte, die da verkauft sind, sind keine Heilmittel, das sind Vitaminpräparate oder teilweise halt einfach nichts. Das heißt, theoretisch könnte das limitiert werden, aber da einfach diese Dinge meistens nichts bringen, kann man es auch nicht limitieren. Was aber bleibt, ist die Werbung und die Aussage, nämlich, hey, du bist ein bisschen zu dick, kauf doch was. Und auch wenn das Produkt nicht wirkt, bleibt ja trotzdem die Aussage, dass immer, wenn du immer wieder hörst, du bist zu dick, plus halt all das andere, was Essstörungen erzeugt, ist das jetzt auch nicht unbedingt optimal. Und Klick, noch der letzte kleine Trick, wie die Alkoholindustrie und andere Industrien teilweise auch arbeiten. Man bewirbt einfach nicht mehr Werbung, sondern man bewirbt die Werbemittel. Und dann hat zum Beispiel Jägermeister so eine fesche Streetwear-Line rausgebracht.
die jetzt auch von der Zielgruppe her, das ist dann vielleicht ein bisschen subjektiv, eher an die Jüngeren gehen, die kann man auch einfach so kaufen. Und auch wenn dann sozusagen Werbung nicht direkt an Jüngere beworben wird, die fangen einfach schon mal an, die Marken zu tragen, was vielleicht auch mal diskutiert werden könnte. Vierter Vorschlag, Klick, ist das komplette Werbeverbot. Da kann ich nur sagen, das kann man mal diskutieren, das könnte sich lohnen. Warum sollte Tabak, Alkohol oder Sportwetten beworben werden? Welchen Grund gibt es? Und kann es sein, dass es vielleicht dass die Gefahr, die dadurch erzeugt wird, vielleicht größer ist, als tatsächlich das lohnenswert ist, dass sie Geld bekommen? Klick. Und das Letzte wäre der Vorschlag, Tracking abzuschaffen. Ich weiß, das ist die stärkste Meinung. Hier wird oft argumentiert, dass Tracking wichtig ist, damit die Industrie überleben kann. Ich argumentiere, es wird ja nicht Werbung verboten, es wird nur verhaltensbasierte Werbung verboten. Das heißt, es wird immer noch kontextbasierte Werbung geben, die weiterhin geschaltet werden kann. Und wenn man sehr ehrlich ist, die wirklich sehr, sehr viel Geld gerade mit verhaltensbasierter Werbung verdienen, davon hat die EU gar nicht mehr so viel, weil die Steuern halt einfach woanders hingehen. Und darum würde ich das gerne auch nochmal zur Diskussion mal packen, wie man vielleicht das Ganze, die Effekte ein bisschen niedriger halten kann. Ich glaube, das war es dann auch mit der Zeit. Dankeschön.